Hallihallo, Hallöle. Jetzt ist es soweit. Bis Juni sind wir nicht da. Das heißt, so bald werden wir uns nicht sehen. Aber dieser Weg bleibt uns ja. Deshalb willkommen zum literarischen Solo Teil 2. Weitere Teile werden folgen. Und ja, ich würde gern wahnsinnig viel hier aus dem Bücherregal zitieren und vorlesen. Aber nicht alles darf ich, weil manches noch nicht alt genug ist. Aber ich komme. Krieg einfach die Inventur von Günter Eich nicht aus dem Kopf raus, weil so viel Nachkriegsvokabular in letzter Zeit benutzt wird. Und so habe ich mich dafür entschieden, einfach frei nach Günter Eichs Inventur meine eigene Bestandsaufnahme zu machen. Also, Bestandsaufnahme von Marion Reiser, frei nach Günter Eich. Dies ist meine Maske. Dies ist mein Helm, in dem fühle ich mich sicher. Das Visier lasse ich unten, damit ich mir nicht ins Gesicht greife. Das ist mein Schaltuch. Teilen tue ich mit keinem. Konservenbüchse. Mein Topf. Mein Kaffeebecher. Ich habe da drauf nicht meinen Namen geritzt. Das ist ja kein Blech. Hier meine Gitarre. Hier meine Staffelei. Meine Bücher. Und ab und an ein einsamer Schrei. Mein Geldbeutel, ein paar Staubflocken drin, mein Notizbuch im Kopf, meine Gedanken, die sind da drin im Helm und die verrate ich keinem. Mein Füller, mein Bleistift, mein Glas Wein. Mit dem schlafe ich ein. Mein Kissen, meine Decke. Was brauche ich mehr, um glücklich zu sein? Der Juni kommt von ganz allein. Und nun noch ein Gedicht von Ringelnatz. Der hat sich auch gedacht, ich Mensch, ich kann mich doch auch frei nach schon bestehenden Texten bewegen. Und ja, der hat auch ein bekanntes Volkslied neu interpretiert. Momentchen. Wenn ich zwei Vöglein wär und auch vier Flügel hätt, flög die eine Hälfte zu dir und die andere, die ging auch zu Bett, aber hier zu Haus bei mir. Wenn ich einen Flügel hätt und gar kein Vöglein wär, verkaufte ich ihn dir und kaufte mir dafür ein Klavier. Wenn ich kein Flügel wär und auch keinen Vogel hätt, flög ich zu dir. Das aber nicht kann sein, bleibe ich im eigenen Bett allein zu zweit. Also, passt aufeinander auf, gesund bleiben und bis bald.